Boxweltmeister Manuel Cha hat das Ergebnis einer Blutprobe durch die Voluntary Anti-Doping Association, WADA, bekannt gemacht. Demnach sei sein Doping-Test negativ ausgefallen, schrieb der in Köln lebende Syrer auf seiner Facebook-Seite und veröffentlichte das entsprechende Dokument der WADA. Noch in der vergangenen Woche hatte Chas Management mitgeteilt, dass die WADA bei einer freiwilligen Trainingskontrolle von Cha zwei auffällige Stoffe gefunden habe. Daraufhin hatten die Manager den WM-Kampf am 29. September in Köln gegen Fres Oquendo aus Puerto Rico abgesagt. Die Substanzen sollen in einer Urinprobe festgestellt worden sein. Der 33-jährige Cha hatte die Einnahme verbotener Mittel bestritten. Sowohl die Blutprobe als auch die Urinprobe sollen laut Cha am selben Tag von der WADA genommen worden sein. Ich möchte jetzt genau wissen, wie die Urinprobe verunreinigt werden konnte, während die Blutuntersuchung eindeutig einen Negativbefund zeigt, schrieb der Boxer auf Facebook. Aus diesem Grund werde er weitere Maßnahmen einleiten, um diese Angelegenheit aufzuklären. Mehr zum Thema: Cha hatte den damals vakanten WM-Titel der World Boxing Association, WBA, am 25. November 2017 durch einen Punktsieg gegen den Russen Alexander Ustino gewonnen. DPA